Hallo und herzlich willkommen auf Moxcow, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Wir machen heute weiter mit einer neuen und besonders spannenden Episode der Mini Medieval Modulars. Wir sind bei Episode 36 angekommen und jetzt wird's endlich mal richtig groß. Was ihr hier vor euch stehen seht, ist meine Version einer mittelalterlichen Taverne. Das erkennt man vor allem an dem Fässchen hier mit dem Zapfhahn. Wir werden uns das gleich auch noch von allen Seiten angucken. Ich bin hier an die Grenzen gekommen von Modulen, die nur auf einer 16x16 Platte Platz finden und bin jetzt sozusagen im Bereich 16x32. Es kommt dann auch noch ein Gebäude mit 32x32, das Rathaus, das muss entsprechend dann natürlich größer werden. Aber das hier ist mein persönlicher Liebling bisher, nämlich die Taverne. Ich habe mir manche Bautechnik auch abgeguckt von anderen Gebäuden, von anderen Sets. Zum Beispiel hier, das wird euch bekannt vorkommen, diese Fachwerkgeschichten hier mit den Bögen in Reddish Brown. Das kennen wir von der mittelalterlichen Schmiede. Das ist von der Bautechnik her auch das Gleiche. Und auch diese kleineren Elemente hier, dieses kleine Stückwerk in dieser abblätternden, nicht mehr so ganz toll aussehenden, in Anführungszeichen gealterten Fassade, kommt aus dem ein oder anderen Mittelalter-Mock, was ich gebaut habe in der letzten Zeit. Also, gucken wir uns den Koloss mal näher an. Das Teil hat etwa 2000 Teile, ist bisher das größte Modul. Und viele Sachen wiederholen sich natürlich, die beschlagene Tür oder auch diese Masonry Bricks. Ich design die Teile natürlich schon auch im Blick darauf, was ich in meiner Steinesammlung vorhanden habe, damit ich möglichst wenig Teile zukaufen muss. So, das mit dem Fässchen hier war sozusagen als Erkennungsmerkmal gedacht, weil natürlich nicht unbedingt sofort erkennbar ist, was es ist. Man kann das hier auch leicht als Wohnhaus umdeuten. Dann funktioniert es genauso. Wir gehen mal auf die Seite. Da haben wir dann einen Kamin und keine weiteren Fenster. Und auf der Rückseite steht dann noch ein Fässchen rum. Und dann haben wir einen zweiten Kamin im höheren Gebäudeteil. Die beiden Gebäudeteile sind auch miteinander verbunden. Das sieht vielleicht nicht so ganz klar auf den ersten Blick aus. Die sind aber miteinander verbunden an verschiedenen Punkten. Und das Ganze ist wieder sehr, sehr stabil. Das ist ja einer meiner Hauptgesichtspunkte, dass ich meine Gebäude möglichst stabil haben möchte. Und das Teil hier ist sehr stabil und in einem großen Stück. Also das macht Spaß, damit zu bauen, neu seine Module zusammenzustecken und die Stadt zu designen. So. Wir werden das natürlich jetzt auch wieder in sein Ökosystem einpflanzen und ich habe gedacht, wir machen mal heute einen kleinen Straßenzug. Ich habe schon mal ein bisschen was dafür vorbereitet, dass es dann nicht zu lange dauert, die Module aneinander zu stöpseln. Wir machen erstmal hier ein Stück Straße vorne dran an unser Doppelmodul, wenn es dann Lust hat reinzugehen. Ja, die Blume ist schon wieder abgehauen und dann kommt hinten dran ein Stück Stadtmauer. Da ist übrigens auch wieder unser Bogenschützennest dabei. Dann haben wir hier nämlich schon ein Modul oder eine Modulkombination, die gar nicht so klein ist. Ihr seht hier auch, wie die Größenverhältnisse sind. Die Burgmauer ist natürlich kleiner, aber das lässt sich nicht so ganz vermeiden, dass vielleicht manchmal so die Größenmaßstäbe auch nicht mehr so ganz ideal sind. Hier versteckt sich auch der kleine Brunnen, der in der Mauer eingebaut ist. So, und das werden wir jetzt kombinieren mit einem weiteren Cluster an Modulen. Hier habe ich dann auch endlich mal mein T-Mauerstück sinnvoll eingesetzt, um zu unserem Wachturm, der nach hinten versetzt ist, den Zugang zu schaffen. Leider ist jetzt hier in der Bauvariante der Zugang zu dem Turm ein bisschen an der Mauer hier versteckt und da ist dieser modulare Brunnen hier, den man auch wegnehmen kann, nicht mehr so ganz ideal platziert. Aber das lässt sich natürlich leicht ändern. Also das kombinieren wir jetzt hier mit unserem schon existierenden Modulcluster. Gucken wir mal, ob alle Pins richtig sitzen. Müsste aber passen. So, jetzt hebt sich unsere Straße ein wenig ab, wie ich gerade sehe. So, jetzt passt es aber. So, also das ist alles ein bisschen eng, das stimmt. In der Realität bzw. in der realistischen Stadtgestaltung, wenn man das dann als Modul Stadt oder als Mittelalter Burg bzw. Stadt aufbaut, wäre es denn sinnvoll, da irgendwelche Spacer einzusetzen. Ich habe jetzt noch nicht genug Mauerstücke, um jetzt jede Menge Spacer hier einzubauen, weil die Gebäude so eng aufeinander zu pflanzen, ist natürlich nicht so ganz ideal. So, und jetzt setzen wir noch einen Cluster hier ran mit dem Wohnhaus, dem Stadttor, dem anderen kleinen modularen Brunnen und nochmal einem Turm. Das packen wir jetzt hier an die andere Seite und kriegen damit dann hier einen kleinen Stadtausschnitt. Das werde ich jetzt versuchen, in Zukunft immer zu machen, solche Stadtausschnitte, damit das Ganze auch so ein halbwegs
ja, realistischen Charakter kriegt, wie das nachher aussehen kann. Also, hier mal ein Straßenzug mit kleinem Wohnhaus oder kleinerem Wohnhaus, Taverne und dem Wachturm. So, hier mit Straßenzug sieht es schon ganz gut aus. Mit Kippen wird es jetzt schwierig, weil das ist zu breit und hat auch ein erhebliches Gewicht. Wir drehen es aber trotzdem einmal rundherum, dass ihr die Rückseite auch noch seht. Genau, hier ist das Stadttor mit Turm, da kann man schön in die Straßenflucht reingucken. So, und drehen, drehen, drehen. Kommen auf die Rückseite, das ist hier unsere Maueraußenseite mit unserem Bogenschützennest und dann unserem Wachturm. Drehen wir weiter und sind dann gleich wieder vorne angekommen bei der Schokoladenseite. So, also ich finde, die Taverne macht sich ganz gut. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Vielleicht findet ihr es ja auch irgendwie anders schön oder findet es anders schön, bestimmt. Dann schreibt mir das auch gerne mit dazu, dann kriege ich neue Ideen und Anregungen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch den Daumen hoch. Wäre super. Oder noch ein Abo mit dazu. Da würde ich mich besonders freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit dem nächsten Mini Medieval Modular oder Mock auf meinem Kanal auf Mock Scout.